So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zur nächsten Ausgabe von Gezockt. Heute dürfte Tag 4 sein. Tag 4 von unserem Spielemarathon. Eine Woche noch bis Sonntag, 14 Uhr. Das Experiment. Werden wir hier durchzocken. Und ich glaube, die Grundlage ist gelegt, dass wir das nächstes Jahr einfach 2 Wochen machen dann, um auch wirklich zu schaffen, was wir so haben. Her wird es gehen. Wir haben auf jeden Fall noch Potenzial. Und wir haben wieder viel gespielt. Wir wollen euch davon wieder berichten. Wir haben gestern angefangen mit Unlock und dein Eindruck? Ja, Unlock, ich meine, das ist ja der zweite Teil der Reihe. Genau. Deswegen, man weiß, worauf man sich einlässt, was man erwartet und man hat so eine gewisse Vorfreude auf das Ganze. Wir haben das Haus auf dem Hügel gespielt. Richtig, sind wieder 3 Fälle drin. Wir haben trotzdem nochmal den Prolog gespielt oder diese einführende Mission, weil wir die Camilla dabei hatten, die eben noch keinen Unlock gespielt hat. Dann haben wir gesagt, ach Mensch, die 5 Minuten nehmen wir uns und spielen das noch einfach durch, denn es gibt auch eine neue Mechanik. Nämlich Mechanismen oder wie heißen die? Ja, Maschinen oder so ähnlich. Genau, ich. Die sind so grün, also für dich, Informationen sind grün. Und die tippt man dann in der App ein, also die Nummer dieser Karte, und dann erscheint dieses Rätsel auf der App. Das bedeutet also, man kann es auch mit der App interagieren, was ich großartig finde. Also diese Idee, genau das habe ich mir gedacht, hat eigentlich noch gefehlt in dieser ersten Reihe. Gerade wenn eine App dabei ist. Ne? Genau, gerade wenn eine App dabei ist. Irgendwie ein bisschen, die Audiorätsel waren schon cool, aber... Genau, eben, aber hier ist es jetzt so... also da habe ich jetzt viel drauf gesetzt und leider ist es jetzt im ersten Fall so. Gab es das im ersten Fall? Was denn? Die Mechanik mit dem Rad? Nein. Nee, ne? Nein. Komisch. Kam da leider gar nicht vor. Also ich hoffe, das spoilere ich nicht zu sehr, aber da hatte ich mich eigentlich sehr drauf gefreut. Ja, und dann, das ist auch so, ne, der Gag in der neuen Reihe jetzt und nicht da. Vielleicht haben sie es irgendwie erst nachträglich eingefügt, da stand der Fall schon oder so, aber das gut, das kam auf jeden Fall nicht vor. Der Fall selber hat Spaß gemacht auf alle Fälle. War unterhaltsam. Aber da ist Luft nach oben. Ja, es waren halt so ganz normale Rätsel. Ja. Man hatte jetzt nichts, wir haben danach noch ein anderes gespielt, da hatte man war viel mehr beschäftigt und so. Hier hat man halt wirklich nur, weil man auch limitiert ist, ne? Wo ja viele Leute sagen, hey, das ist der große Vorteil, die Karten werden nicht zerstört und so. Hat man halt auch nicht so viel Gestaltungsmöglichkeit. Ja. Wie andere Autoren das haben und auch eiskalt ausnutzen und daraus richtig gute Spiele machen. Hier hat man halt, ne, zum Rätseln ist es schon ganz gut, aber wenn man es mit anderen Sachen vergleicht, ist es schon... Ja. Also mein Kritikpunkt war auch schon im ersten Teil, ist hier genauso, dass man eine Zeitstrafe bekommt, wenn man 2 Objekte kombiniert, die das Spiel halt denkt, dass man sie nicht kombinieren soll. Ja. So muss man es eher sagen. Warum soll ich einen Schlüssel nicht mit einem Schloss kombinieren? Ja. Macht man, bup, Strafe. Warum? Ja. Das ist total dumm. Ohne jetzt zu spoilern, also das wäre so wie, man hat ein Messer und man hat ein Gemälde gefunden und es kommt nicht vor. Und dann würde ich jetzt sagen, ja, okay, probiere ich mal Messer mit Gemälde, weil ich will das halt aufschlitzen oder so dahinter gucken. So und dann, Point-and-Click-mäßig, ne? Richtig, so Point-and-Click und dann kriegt man irgendwie 3 Minuten Zeitstrafe. Finde ich irgendwie unbefriedigend. Also, weil ich mir denke, okay, ich habe jetzt nicht so weit daneben gedacht. Ich wollte ja wirklich irgendwas. Man ich habe nicht mal ausprobiert. Man wird in keinem anderen Spiel dafür bestraft, dass man Dinge ausprobiert. Also bei Exit nicht, bei... Ja, eigentlich gar nicht. Eigentlich sonst nirgendwo. Also ich verstehe, warum sie es machen. Dieses Denken, ja, okay, du hast jetzt 3 Minuten damit verschwendet, irgendwas zu machen, was nicht geht. Aber fühlt sich sehr unbefriedigend an. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Und ich finde, da muss man eher darauf gehen, okay, was fühlt sich für den Spieler besser an? Darauf muss man eigentlich gehen. Und das ist etwas, was mir eben nicht gefällt bei Unlock. Aber insgesamt, ich freue mich auf die anderen beiden Fälle. Ich hoffe, dass noch irgendwas Tolles, Neues kommt, weil gerade auch beim anderen hatte man ja, also der zweite Fall war so von der Art her, dieses wirklich Point-and-Click-mäßige, cool im ersten. Und der dritte Fall hatte ja so eine ganz coole neue Idee, die jetzt nicht so super kreativ ist, aber hat man halt vorher noch nicht gesehen im Unlock-Spiel oder in einem Exit-Spiel. Hoffen wir mal, dass sowas im Wrack der Nautilus oder auf dem Schatz auf Tropical Island. Genau, 2 sind noch drin in Tonica Island kommen wird. Die machen wir noch, denke ich. Werden wir auch noch spielen, Aber da erster Fall, gut, dann hoffentlich noch mehr. Ja, da ist hoffentlich noch Luft nach oben, aber hat trotzdem Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, also, auf alle Fälle. Also wir waren auch zügig durch, wir haben es also locker in der Zeit geschafft. Was auch Spaß macht. Azul. Überrascht mich sehr positiv. Hier dürfen wir Fliesenleger spielen. Ja, ein total tolles Thema, ne? Das kann ich, also man kann sich natürlich ein Thema dazu überlegen. Es sind so Spielsteine, die man nach gewissen Regeln auf sein Tableau legen muss. Und es gibt 5 oder 6, 7 Felder, je nach Spielerzahl. Da liegen immer 4 Steine drauf. Die haben unterschiedliche Farben oder unterschiedliche Markierungen. Werden aus so Beute gezogen, sind auch so Bakalitsteine, die haben super toll hochwertig. Ganz schön, wie sagt man, einen Handschmeichler. Ein Handschmeichler, haben wir gelernt gestern im Chat. Ein Handschmeichler. Davon wählt man sich eben eine Farbe aus, legt den Rest in die Mitte und baut die dann an seinem Tableau an. Dafür bekommt man Punkte, das hört sich total langweilig an, wenn ich es erkläre. Ja, wo man eigentlich Wertung, denkt, man muss halt versuchen, immer so Reihe, Vertikalen und Waagerechten zu haben und dann dafür Punkte zu haben und möglichst alle Steine einer Farbe, so Diagonalen zu haben.
Das klingt wirklich total langweilig. Ja, und ihr wisst also, ja auch, ich bin ja auch, ne, hier ist der Kandidat, nicht so der größte Fan von abstrakten Spielen. Aber wenn ich jetzt mal die beiden auch spontan vergleiche, müsste ich für 100 Mal lieber das hier spielen, weil das macht Spaß, das sieht wirklich hübsch aus. Es hat cool, also es ist einfach wirklich einfach, aber trotzdem einfach toll. Ich mag ja auch oft diese einfachen, tollen Spiele. Und wenn ich das mit dem vergleiche, ich bin ja auch kein Fan von abstrakten Spielen. Wenn es ein Spiel schafft, mich dann so zu begeistern, dann muss was dran sein. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich es hatte, war aber nochmal, wo ich selber so begeistert von war. Ich schon. Das sind die Farben aber auch. Ah ja, stimmt. Ja. Okay, das verstehe ich. Aber hier, also Azul hat mir so gut gefallen. Mir auch. Das wird auf jeden Fall, also Mutter, guck weg, auf jeden Fall meine Eltern auch zu Weihnachten, weil das ist auch ein Spiel, das ist halt so, also ein bisschen Quirke-mäßig. Mhm. Man legt halt auch so Sachen an und muss sich überlegen, wie, aber halt viel cooler, viel toller, auf einem viel höheren Niveau, auch viel farbenblindenfreundlicher und auch wirklich mit Überlegungen. Und es ist auch immer so, man kann sich einfach, man nimmt die Mechanik, ist, ich nehme mir einfach bestimmte Dinge einer Farbe, entweder aus der Mitte oder von diesem Plättchen. Und immer wenn man das macht, kommt von links so, die wollte ich haben, verdammt. Genau. Und man denkt sich, ja, okay. Man kann auch ein bisschen gucken, was die anderen so brauchen, da ein bisschen taktisch vorgehen, wenn man sieht, andere bauen sich da coole Reihen auf, mit denen sie richtig viele Punkte bekommen können. Aber trotzdem ist es halt einfach nett, super schnell erklärt man das. Also auch das ist echt gut, die Regeln sind so einfach. Ja. Und es ist halt noch Hingucker. Also man kann da so ein bisschen zuschauen und dann hat man das Wort die Regeln begriffen und kann selber mitspielen. Ja. Deswegen eigentlich so gerade, was du gesagt hast, so für Eltern. Ist ja auch von Michael Kiesling, der hat ja jetzt auch, also macht schon gute Spiele, aber auch oft Spiele, die mich persönlich jetzt nicht so abholen, wo ich sage, okay, ein Kiesling-Spiel brauche ich jetzt nicht zwingend. Hier, also er hat super viele Spiele rausgebracht. Ich habe schon gehört, er hat noch super viele, die noch irgendwie im Petto sind, die dann wahrscheinlich nächstes Jahr kommen. Aber das Ding hier ist für mich bisher mit eines der besten Kiesling-Spiele überhaupt, dass ich auch wirklich uneingeschränkt jedem empfehlen würde. Wenn euch interessiert, wie das so läuft, wie bei allen Spielen, die wir jetzt vorstellen, die haben wir gestern alle live gestreamt. Das heißt, da könnt, also wir werden noch ein Video dazu machen, wo wir euch das Spiel nochmal genau vorstellen, eine Runde spielen werden, hinterher nochmal genaues Fazit dazu geben werden. Aber ihr könnt eben auf dem Live-Kanal reingucken. Da gibt es halt ein Video von gestern zu Azul und dann könnt ihr da schon mal so einen ersten Eindruck bekommen, wie das funktioniert. Wir haben es auch dann natürlich erklärt. Das heißt, da bekommt ihr eigentlich schon mal das ganze Rundum-Paket mit halt wirklich einem ungeschönten Live-Eindruck und den Meinungen, wie es so ist. Und ja, schaut da mal rein. Echt super cool. Also beide zwei Fliesen nach oben. Absolut. Und da haben wir das wieder. Genau, Berge des Wahnsinns hatten wir ja gestern schon drin, haben wir da gespielt. Wahnsinn ist wieder verflogen. Der Wahnsinn ist wieder verflogen. Also gestern ist Stefan ja fast wahnsinnig geworden bei der Regelerklärung, weil ich doch irgendwie nicht so ganz... Nicht nur du. Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, die anderen Leute auch, aber ich habe gestern eigentlich schon so Mitte des Spiels gesagt, so von mir aus können wir jetzt abräumen und nochmal von vorne anfangen, weil ich glaube, es wird besser laufen, wenn wir es nochmal spielen. Und wir haben es dann halt gestern gespielt, die Camilla und die Steffi waren da, Steffi ist noch spontan dazugekommen und dann haben wir halt nochmal gesagt, hey, lass uns mal Berge des Wahnsinns spielen. Ist ja im Prinzip so ein Mix aus Party und so ein bisschen... Ja, Mini-Strategiespiel, wir müssen auch so Aufgaben erfüllen und wie gesagt, haben wir gestern schon viel zu gesagt und es hat viel besser funktioniert. Ja. Also wir haben eigentlich alle Aufgaben geschafft, nachdem wir vorgestern kläglich gescheitert gar sind. Keine Aufgabe, also nie zwei Aufgaben geschafft haben. Einmal glaube ich, aber ansonsten haben wir eigentlich immer eine Strafe bekommen, wodurch wir ziemlich schnell wahnsinnig sind, durchgedreht sind und am Ende verloren haben. Und es war witzig, es hat Spaß gemacht. Es war natürlich sehr einfach lösbar und ich glaube, wenn wir es jetzt spielen würden, wäre es immer einfach lösbar. Der Gag sind eben halt wirklich diese Wahnsinnskarten, die man bekommt, die das Ganze schon interessant und einfach witzig machen. Und man auch eigentlich immer gespannt ist so, was hat er für Wahnsinn, wie finden wir ihn raus? Jetzt, So die Camilla hatte irgendwie einen Wahnsinn, immer wenn jemand Waffe gesagt hat, muss sie schreien und durfte für den Rest der Runde nichts mehr sagen. Oder Stefan musste sich am Anfang immer melden und durfte halt nur reden, wenn er rangekommen ist. Und da gibt es halt noch viel mehr zum Denken. Das hat ihm besonders gut gefallen. Da wollen wir jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber es war halt cool. Ich glaube, wir würden es jetzt immer relativ einfach schaffen. Daher ist es, glaube ich, auch, es gibt noch die Variante vorgeschlagen. Die kannte ich vorher gar nicht, sonst hätten wir die gleich gespielt. Ich würde das jetzt sogar nochmal mit der Variante spielen. Wenn man einen Wahnsinn der höheren Stufe bekommt, wirft man normalerweise seinen alten Wahnsinn ab. Und da gibt es halt die Variante, dass man den behält und dann halt zwei Wahnsinnsdinge hat. Ich glaube, ich würde sogar noch eine Spur weitergehen und noch eine zweite Variante mir ausdenken und sagen, wenn ich einen neuen Wahnsinn auf höheren Stufe bekomme, dann kriege ich den Wahnsinn auf Stufe 2 und werfe auch meinen 1er Wahnsinn ab und bekomme dafür 9. Dass man dann noch ein bisschen mehr Variationen hat. Muss man gucken, wie schnell sich dann die Wahnsinnskarten abnutzen, weil man natürlich schnell weiß, wie das so ist. Aber das ist ein Spiel, ich glaube, das wird nicht ständig gespielt werden. Nee, also ich befürchte auch der Langzeitspielspaß. Ja, also das ist also, ein Ding, das holt man halt einmal so alle paar Wochen, alle zwei Monate mal raus. Das ist so ein Partyspiel. Du hast neue Leute am Tisch, die es nicht kennen, dann würde ich sagen, oh, das muss man unbedingt mal spielen. Ja. Einfach mal, damit die es mal auch erleben, wie das so ist mit diesen Kommunikationen. Aber es wird jetzt nicht so ein Spiel sein, wo ich jetzt sage, das müssen wir jede Woche rausholen, um es endlich mal zu schaffen also, oder um dann weiterzukommen. In der gleichen Gruppe spielt man das zwei, dreimal. Genau. Deswegen ist es, glaube ich, am ehesten was für Leute, die einen hohen, auch viele verschiedene Leute haben, mit denen sie spielen. Oder ich weiß nicht, vielleicht genau, auch ein Gateway-Spiel, das weiß ich gar nicht so sehr.
Boah, vielleicht kommt auf den Spielertyp an, also wenn die Leute habt, die darauf abgehen, und wie ja gestern schon gesagt, das ist das stimmungsvollste Cthulhu-Spiel überhaupt, weil dieses Grundthema, den Wahnsinn, setzt dieses Spiel halt wirklich gut um, und wir haben es auch gestreamt, ist auch immer lustig zum Zugucken, also der Stream gucken auch live lohnt sich, weil man ist auch immer mit Rätseln, was haben die Leute für einen Wahnsinn, und die haben auch so gestellt, dass man uns dann alle sehen kann. Manchmal merkt man es gar nicht, was für einen Wahnsinn der Ben hat. Ganz normal. Er hat gewirkt wie immer, ich weiß auch gar nicht warum, weil ist doch alles easy. War auf jeden Fall wieder lustig und hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich finde es gut, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, aber man muss halt wissen, worauf man sich einlässt, so das, was wir gerade angesprochen haben. Das gilt auf jeden Fall. Es ist kein Spiel zum immer wieder rausholen, aber ich habe Spaß daran. Ich mag ja das Lovecraft-Thema. Diese Art von, mit dieser eingeschränkten Kommunikation finde ich toll. Und ja, auf zum nächsten Spiel. Ja, da ist wieder ein Exit. Also, das bin ich ja wieder voll dabei. Also, ich meine, ich liebe ja die Exit-Reihe. Und wir haben uns jetzt nochmal an diesen anderen Fall gewagt für Einsteiger. Wir haben den ersten ja schon gehabt mit den drei Fragezeichen, wo ich eher sagen würde, ja, das geht für die Familien, wo man eben auch Kinder dabei hat, also die da eben ansprechen werden können, finde ich jetzt. Und hier ist ein Fall, der ist, so wie er gestaltet ist, finde ich jetzt reinweg für eine erwachsene Gruppe. Da können natürlich auch Kinder mitspielen. Aber vom Thema her und so. Aber thematisch her ist das gedacht, okay, für eine erwachsene Gruppe, die sich dem Thema mal annähern möchte und geht eigentlich in die gleiche Richtung wie jetzt die drei Fragezeichen. Das heißt also lineare Rätsel. Man blättert die Seiten um, nachdem man ein Rätsel gelöst hat. Eben, man darf nicht alle Informationen am Anfang hat. Man weiß immer, was man zu tun hat quasi. Also Rätselqualität, bei welchem Rätsel man ist. Genau, die Rätselqualität ist hoch, wie bei den anderen auch. Ja. Also kann man auch nichts sagen, auch stimmungsvoll. Also mit diesem versunkenen Schatz. Es war schon so, dass man sich vorgestellt hat, ja, man ist in dem ganzen Bereich. Wir haben es... Ich finde das Wahnsinn, wenn man es jetzt wieder mit Unlock vergleicht. Bei Unlock muss man halt ein bisschen knobeln, überlegen und dann hat das irgendwie so Sinn gemacht. Aber hier, man hatte immer zu tun. Ja. Man hat immer überlegt, was meinen die damit? Dann, auch wenn es nicht das Coolste, also wenn es jetzt nicht, wenn man sagen würde, wow, das war super krass, anspruchsvolles Rätsel. Es waren manchmal wirklich ganz banale, einfache Sachen. Trotzdem waren sie gut. Und trotzdem waren sie gut, weil man hat jetzt, wenn man drauf gemacht hat, hat man so diesen Aha-Effekt und das dann umgesetzt. Und das war, auch wenn es in einer halben Minute machbar war, war es trotzdem gut, weil man dachte, hey, das ist cool, man hat einfach verschiedene Sachen zu tun. Und das ist halt der große Vorteil der Exit-Reihe im Vergleich zu eigentlich allen anderen, dass Inka und Markus Brandt da halt wirklich coole Sachen machen. Ja. Ich hoffe, ihnen fallen noch lange Sachen ein. Ich kann mir vorstellen, dass es super schwierig ist. Ich bin überrascht und mir denke, okay, wir haben jetzt ja schon einige Reihen. Jetzt haben wir 9 Exit-Spiele. Ja. Und irgendwann müssen doch eigentlich die Ideen mal ausgeschöpft sein. Aber es gibt immer noch was. Ja. Also sind immer zumindest 2 bis 3 Rätsel dabei, wo ich auch völlig neu damit konfrontiert bin. Und auch die bekannten Rätsel werden immer so, ne? Man hat das Falträtsel drin. Genug variiert, dass man und dann eben, auch wieder mit cooler Variation wird. Und das, wir schneiden was kaputt, Rätsel, auch wieder cool. Die Box wird ja irgendwie immer eingesetzt in allen Spielen. Hier auch wieder auf eine Art, wie man denkt, so, auch wow, gut. Cool, auch sogar mehrfach. Also es ist halt schon echt witzig. Also wenn ich jetzt jemandem was raten müsste, der eben mit Escape Room Spielen noch gar nicht zu tun hatte, würde ich, wenn es eine Erwachsenengruppe wäre, zum versunkenen Schatz raten und ansonsten zu den 3 Fragezeichen, weil ich fand persönlich die Rätsel noch einen Ticken besser bei den 3 Fragezeichen. Ich würde sogar fast das Fragezeichen-Ding auch den Erwachsenen empfehlen. Wenn die jetzt nicht sagen, genau. Gar nicht vom Thema her, ich würde sagen, hier fangt damit an, nehmt dann das und dann seid ihr drin, habt ihr die Grundstruktur der Rätsel verstanden, habt ihr auch gemerkt, dass manche Elemente wiederkehren, muss es eben nur erkennen und dann kann man sich im Prinzip an die anderen dran wagen, wo man so ein bisschen verloren ist. Ja. Wo ich persönlich auch wieder einsteigenden Tipp geben würde, zögert nicht, zumindest in einem ersten oder zweiten Exit die Hilfekarten zu nehmen, wenn ihr gar nicht weiter wisst, weil, habe ich auch schon mal gesagt, bei solchen Spielen ist es immer so, die sind interessant, solange man beschäftigt ist und sobald man anfängt, gelangweilt zu werden, weil man überhaupt nicht mehr weiterkommt und keine Idee mehr hat, dann verliert so ein Spiel auch an Spaß und Spielreiz und der Flow muss einfach bleiben. Und das wenn man halt merkt, so, wir kommen gar nicht weiter, die ersten Leute gucken schon auf ihr Smartphone, dann nehmt einfach eine Hilfekarte, seid euch da nicht irgendwie zu schade für. Hauptsache, ihr habt Spaß und wenn ihr dann nach 2, 3 Dingern denkt, okay, das schaffen wir jetzt, auch dann ist es kein Problem, wenn das 3 Stunden dauert, habe ich auch schon erlebt, dass Gruppen gesagt haben, hey, wir haben an dem scheiß Ding 3 Stunden gesessen. Oh, das war super anstrengend, aber wir haben es geschafft, geil. Ohne jetzt wollen wir nochmal und dann wollen wir es schneller schaffen, dann haben sie es wieder in 2,5 Stunden. Und die sind auch wirklich gut, die Hilfekarten, muss man mal sagen, dadurch, dass die eben gestaffelt sind. Ja, so mit, also mit so der Wink mit dem Zaunpfahl, mit einem guten Hinweis auf die Lösung und dann der Lösung. Also man kommt immer voran. Man ist nie wie bei einem anderen Spiel, wo man schon einfach mal auch nicht drauf kommen kann, auch an die Hilfe nicht weiterbringt. Hier ist es halt wirklich gut umgesetzt. Ja. Und auch wieder neues Material, also kommt auch jedes Mal was Neues mit dabei. Ja. Und hier war es diesmal so, wir haben zu viert gespielt und das war fast zu viel. Ja, also ich hätte auch nicht dabei sein können.
Ja, das ist ja immer so. Also das kann man eigentlich, also zu zweit, glaube ich, haben wir das inzwischen eigentlich ganz gut. Also ich habe schon zwei, drei, also man kann es auch, man kann zu viert spielen, nur es ist immer so, dass sie haben ja Spielerzahl schon reduziert, von 1 auf 6 zu 1 auf 4. Genau. Aber also zwei, wenn ihr zu zweit seid, dann ist das bitte kein Grund für euch, das nicht zu spielen, weil ich finde, zwei ist echt eine gute. Ja, zu dritt ist vielleicht auch nochmal gut, damit einer noch so noch die Idee hat, die man selbst nicht hat. Zu viert geht auch, wenn die halt, es ist ja oft so, ne, zwei Pärchen oder so, die ja spielen, das ist schon auch gut, aber... Da kann es auch schon mal sein, dass einer sich eben rausnimmt. Ja, das ist ein bisschen schade, aber es liegt einfach in der Natur der Sache. Ist okay. Ja. Gut, gehen wir zum nächsten. Eine kleine Überraschung. Eine auf jeden Perle. Fall. Mutabo. Oder Mutabo, wir wissen es nicht. Ja, Stille Post Extrem kennt jeder, hoffe ich einfach mal. Ich hoffe mittlerweile, also jeder, der hier guckt, sollte es kennen. Kann man eben das ganz schnell erklären. Es funktioniert so, dass man einen Satz bekommt, den man verzeichnen muss. Also das heißt, der kleine Kobold tanzt auf einem Pilz. Und das Besondere ist, dass man den Satz selber so zusammenstellen kann. Genau. Es wird halt gesagt, der kleine Kobold oder das große Einhorn oder der tanzende Elefant. Man bekommt so Karten mit sechs so Möglichkeiten. Leuten quasi, Objekten, Dingen und sechs Tätigkeiten. Die man kombinieren kann. Und ich kann auch frei selbst kombinieren. Also ich bekomme diese beiden Karten, dann kann man das aussuchen, was ich entweder am coolsten finde oder wo ich mir denke, das möchte ich gerne gemalt sehen. Ja, richtig. Das soll das nächste Mal zeichnen, genau. Und dann schreibt man diesen Satz eben auf, faltet das Blatt um, gibt es den nächsten weiter, dann schaut der sich's an, okay, das ist der Satz, was ich zeichnen soll, der zeichnet es, der nächste nimmt das, schreibt wieder auf, was er denkt, was da gezeichnet wurde, und dann geht es eben reihum und am Ende schaut man, was bei rausgekommen ist. So simpel, wie es auch ist. Sie sagen auch ganz nett in der Anleitung, ja, es geht hier nicht ums Gewinnen. Genau, es gibt auch keine Wertung oder sowas. Das finde ich super, weil ich mir ganz ehrlich finde, das ist irgendwie diese, darauf soll es eigentlich kommen, nicht irgendwas künstlich draufsetzen. Nee, das ist Ich meine ganz genau ehrlich, richtig. Wer von euch kennt die Wertungsregeln von Stille Post Extrem? Ich habe die, glaube ich, nicht mal gelesen und es gibt die und ich weiß so grob, wie die sind, aber wir haben die nie benutzt. Ja. So einfach nur, zack, fertig mit Malen, nächster. Ja. Und das ist hier halt einfach gleich, also man sagt ja mal, die Deutschen brauchen Regeln und Punkte und so, brauchen, glaube ich, auch viele. Nein, wir können auch witzig sein. Aber wir können auch witzig sein und Spaß haben, das funktioniert hier auf jeden Fall auch. Ja. Also das ist super cool, ich weiß ja schon genau, wie mein, also wir haben es jetzt zu viert gespielt, das hat schon gut funktioniert, wird natürlich witziger mit mehr Leuten. Hier ist so Material für sechs Leute drin, es sind einfach diese DIN A4-Zettel, das sind halt so vorgegeben, wo man malt, wo man zeichnet. Das kann man auch einfach auf ein Stück Papier machen, aber dann hat man halt oft so Riesenbilder und dann ist das Blatt irgendwann voll. Deswegen ist das mit dieser Einteilung schon ganz gut. Man kann bald, ich glaube heute im Laufe des Tages, auf BoardGameGeek oder Facebook oder auch irgendwann dann in naher Zukunft auf der Homepage halt auch die Varianten für 8 Spieler runterladen, wo man sich einfach neue Blätter ausdruckt. Das ist jetzt, wird auch noch Anfang nächsten Jahres nochmal neu richtig erscheinen, dann auch im Vertrieb. Bisher kann man es nur bei die drei Hasen in der Abendsonne kaufen. Ich glaube, die Adresse ist hasenhasenhasen.de. Kostet 20 Euro inklusive Versand. Und wenn es dann nächstes Jahr rauskommt, dann wird es doppelt so viele Karten geben. Hier gibt es jetzt irgendwie, was haben sie da drauf geschrieben, 20.000 Möglichkeiten, 26.244. Da stehen 27 Textkarten rot und 27 grün. Genau, die man halt zu 26.000 Möglichkeiten kombinieren kann. Wenn es dann doppelt so viele Karten gibt, gibt es, glaube ich, 133.000. Ich glaube, so viele werden wir nicht durchspielen. Und so viel werden wir wahrscheinlich eh nicht spielen, aber da kann man das halt bekommen und ich weiß auch schon, also es wird jetzt, ich leite eine Freundin aus, die gestern dabei war, die Steffi, die ist halt auch totaler Stille Post Extrem Fan, sie wollte eigentlich auch schon gehen, war so, oh, schon spät, ich muss nach Hause laufen und so und ich meinte, du, ich habe ein Spiel, das könnte cooler sein, Stille Post Extrem. Da war sie wieder wach und meinte, okay, da bleibe ich auf jeden Fall da. Haben wir gespielt und sie meinte auch gleich, sie will sich das nächste Woche ausleihen und dann mit einer Achtergruppe spielen, glaube ich, oder in einer großen Gruppe auf jeden Fall. Und da bin ich auch mal sehr auf das Feedback dann gespannt. Und wenn es weiterhin so ist, wie es ist, wird auch schon, glaube ich, das Cover zu der Rezension sein, so ein Stille Post Extrem durchgestrichen und das Spiel, das Stille Post Extrem ersetzt. Könnte auch das erste Mal zu einer Neuerung führen, dass ich meine Top 100 nachträglich noch ändere. Mache ich eigentlich nicht, aber... auf jeden Fall haben wir sehr herzlich gelacht dabei. Also saßen wirklich am Tisch und mussten uns den Bauch halten vor Lachen. Also mich hat heute Morgen, ich habe dann den Link zu dem Let's Play an den Verleger geschickt und einfach so hier als Info, wir haben das gespielt, weil da habe ich glaube ich auch schon erzählt, ich bin auf der Spiel rumgelaufen, auf der Presseshow, habe ein Foto davon gemacht und er meinte einfach, wieso machst du ein Foto, nimmst du auch mit, weil er dachte sich wahrscheinlich auch, hier auf der Presseshow läuft Presse rum und es ist natürlich gut, wenn Leute darüber berichten und der hat dann heute Morgen angerufen und meinte, wow, super cool, der hat herzlich gelacht und fand das echt toll und meinte auch, ja Leute, wie, also
also er wusste nicht, dass ich das mit nicht malen konnte, weil die Leute sind genau wichtig für das Spiel, weil wenn alle immer das gleiche malen, ist es total doof. Steffi konnte super gut malen, der Mond, den sie da gemalt hat und auch der dickste Mann, der, guckt es euch einfach an, das lohnt sich wirklich. Er hat das dann auch, während wir telefoniert haben, nochmal nebenbei laufen lassen, hat sich da auch ständig wirklich gelacht. Also das war echt sehr, sehr witzig und da wird es auf jeden Fall bald nochmal eine richtige Rezension von mir dazu geben, auch auf dem Hauptkanal. Wir werden es auch nochmal live spielen, wo ich dann einfach Szenen aus dem oder ja, einfach aus den Let's Plays quasi einstreuen werde. Er hat auch gesagt, er schickt uns das gerne zu, dass wir ein Gewinnspiel machen können. Also wird es da auch ein Gewinnspiel zu geben. Und wie gesagt, kostet 20 Euro mit Versand. Und ja, es, kann ich auch sagen, braucht man nicht. Das kann man auch irgendwie als App machen oder so. Aber so hat man halt ein Spiel, das man rausholen kann, wo man sagt, hier, wir spielen Mutabo oder wie auch immer es denn heißen mag. Man kann es toll verschenken. Und wie gesagt, also es hat wirklich das Zeug, Stille Post extrem abzulösen. Und das ist auch sowas wie, also einfach sowas, was ich nicht gedacht hätte, dass das nochmal kommen wird. Malspiele gibt es ja immer jedes Jahr so ein cooles Neues, die dann mal cool sind, mal nicht. Das ist auf jeden Fall absolutes Highlight. Wir haben sehr, sehr, sehr viel gelacht. Guckt einfach mal ins Video, dann wisst ihr, wovon wir reden. Dann hätten wir uns das ganze Reden noch sparen können. Und wie gesagt, die Steffi wollte eigentlich gehen. Mhm, eigentlich. Aber dann haben wir so viel gelacht gehabt und dann habe ich sie noch zu einer kleinen Runde überreden können. Und zwar das hier. The game face to face. Also eine Zweier-Duett. Ein Zweier-Duell, besser gesagt. Mhm. Ich musste sie herausfordern dazu. Das Ganze ist jetzt ja nicht mehr kooperativ, sondern eben kompetitiv. Und spielt sich schön schnell runter. Also das hat man in 10 Minuten, 15 Minuten, denke ich mal, einfach gespielt. Ja. Und das haben wir eben noch schnell gespielt und ich bin nach wie vor begeistert davon. Also wenn ihr das Video zu sehen wollt, das haben wir nicht extra gemacht, weil das so schnell ging. Ja. Das ist, glaube ich, wenn ihr das Video zu Mutabo, war das bei Mutabo? Ja, also Mutabo da hinten dran ist noch still The Game, Face-to-Face, mit Erklärung, mit Spiel. Da könnt ihr einfach mal reingucken. Ja, und es ist so, dass ich jetzt eben, ich möchte jetzt immer weiter spielen. Ich möchte jetzt ein bisschen weiter erforschen und wissen, okay, wie kann ich jetzt spielen? Wie kann ich das machen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wie ich gegen den Gegner am besten vorgehe und so? Also das ist schon eine schöne Optimierung, weil es auch nicht zu sehr kopflastig ist. Also das kann man wirklich... Es fehlt natürlich so diese Form der Kommunikation, die man hatte. Ja. So hier nicht so viel, da nur ein bisschen, da gar nicht. Ja. Das fehlt, aber das ist schlimm. Dadurch, dass es auch zu zweit ist, hat halt auch hier zu tun, die überlegt und denkt schon so seinen Zug und spielt andere Karten, denkt sich, oh, du hast meinen ganzen Zug ruiniert, ich muss irgendwie umdisponieren. Ich glaube auch zum Zuschauen ist es nicht so spannend, nee, weil ich selber kenne ja meine Karten und weiß dann auch genau, okay, den Sprung will ich noch machen und deswegen habe ich noch vor. Ja. Also ich glaube, wenn man jemanden durch die Schulter guckt, dann ist es schon ganz dann witzig, vielleicht mehr, aber ansonsten ist es zum Zugucken nicht so toll, zum Spielen, aber wie gesagt, echt cool. Aber also, da bin ich wirklich so heiß drauf, das möchte ich noch ganz oft spielen, um dann eine Meinung zu sagen, was ich dann nach 10, 15 Spielen oder so dazu sage. Aber noch habe ich da voll Lust drauf. Ja, das ist ein cooles Ding. Ja. Worauf habe ich noch Bock? Ja. Auf unser Baby. Genau, Pandemic Legacy haben wir gestern auch wieder ganz viel gespielt. Ich glaube, 3-4 Partien. Wir haben, glaube ich, im Mai gestartet, im Juni. Ich glaube, wir haben ganz viele. Wir sind jetzt im September, wir fangen jetzt mal im Oktober an, ne? Ich glaube, es fangen wir im Oktober an. Also wir haben jetzt noch 3 Partien hoffentlich, wenn es weiterhin so läuft. Und ja, wir werden natürlich wieder nicht so viel versuchen zu spoilern, aber es ist gar nichts. Mittlerweile macht es richtig Bock. Wie gesagt, Anfang lahmer Start, dann ist es ja ein bisschen auch gestiegen in meiner Bewertung. Und jetzt ist einfach, hat sich die Story voll entwickelt. Wir sind gerade mittendrin. Wir sind noch auch jetzt, wir wissen noch nicht so ganz genau, worauf, also wir wissen schon so grob, was das Ziel ist, aber wie wir da hinkommen, wissen wir noch nicht, aber das ist eben auch das Coole an diesem Pandemic, man hat halt viel Exploration drin, also man kann viel erforschen, viel entdecken. Stimmt. Und die Story, wie gesagt, haben wir gestern schon ein bisschen drüber geredet, ja, gut. Entwickelt sich auch wieder so, dass auf einmal Sachen kommen, von denen geredet wird, wo man sich fragt, wo kommt das jetzt her? Warum? Aber man akzeptiert das dann einfach, dass es da ist, wie man das ja in Postapokalypsen-Szenarien eigentlich oftmals macht, dass einfach irgendwelche Dinge sind, man nicht fragt, warum, wieso, sondern man akzeptiert einfach, dass sie da sind. Und das ist hier auch so. Und ja, wir haben, wie gesagt, viel zu tun. Wir haben cool entwickelte Charaktere. Ja. Wir spielen es jetzt zu zweit. Wir haben schon von vielen Leuten auch gehört, die auf dem Chat geschrieben haben, boah, das soll auch bretthart sein. 80% der Partien werden verloren. Wir haben jetzt eben den Vorteil, wir spielen zu zweit und dadurch verteilen sich natürlich auch die coolen Eigenschaften einfach nur auf zwei Charaktere. Zumindest die Eigenschaften, von denen wir denken, dass sie cool sind. Vielleicht in anderen Partien stellt sich heraus, andere Elemente sind auch ganz cool. Aber wir haben halt krasse Charaktere, die eben gut mit allen Situationen handeln können. Es sind jetzt noch so ein paar neue Spielelemente reingekommen, auf die unsere Charaktere nicht so gut zugeschnitten sind. Aber es sind noch nicht so viele Dinge rausgekommen, dass die jetzt auf einmal total nutzlos werden. Also es läuft immer noch gut, noch bringen uns die Vorteile. Und wir sind jetzt auch schon so weit im Spiel, dass es eigentlich auch keinen Sinn für uns macht, neue Charaktere anzufangen. Nee. Also vielleicht wird noch irgendwas passieren, dass irgendwer auf einmal stirbt. Man hat ja gemutmaßt, gemunkelt, dass sowas im alten Pandemic Legacy Season 1 passieren kann. Ich rechne mit sowas eigentlich noch, aber wir sind, wie gesagt, jetzt schon kurz vor Ende und bin mal gespannt, was da noch so kommt. Also, ich baue das Spiel von meiner Seite immer auf. Du legst immer so die Würfelchen und da ist es schon ein hoher Verwaltungsaufwand. Das ist viel mehr als in Season 1, was jetzt nicht schlimm ist. Ich mache das halt einfach, aber ich kann mir vorstellen, dass viele dann vielleicht stöhnen werden und sagen, oh, es muss nur so viel da noch zusätzlich machen.
Ich habe immer noch das Gefühl, dass es etwas glücksabhängiger ist als der erste Teil, aber, jetzt kommt nämlich das Aber, Aber man kann auch mehr manipulieren. ja. Also, und das hat Ja, mir gestern das ganz gut ist. gefallen, dass man eigentlich sagen konnte, okay, wir haben jetzt die und die Herausforderung vor uns, aber wir können das und das machen und wir können das und das einsetzen. Und dann haben wir diskutiert und dann haben wir es einschätzen Diese können. Manipulation ist aber auch was. Also ich hatte bei Season 1, wir hatten eine Partie in unserer Viererrunde. Wir haben, ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten gebraucht, bevor wir den ersten Zug gemacht haben und losgelegt haben. Weil wir überlegt haben, welche Charaktere nehmen wir, wen geben wir, welche neuen Spielelemente, die es da gibt, wo fangen wir an. Also das hat echt lange gedauert, wo man einfach hätte sagen können, komm, wir nehmen auch den, 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 zack. Ich glaube, wir haben die Partie sogar verloren. Das war echt so, wo ich dachte, boah, sowas. Das ist natürlich auch ein bisschen gruppenabhängig, aber nee, beim nächsten Mal machen wir das auf jeden Fall deutlich schneller. Und diese Möglichkeiten, das Spiel zu manipulieren, können in den falschen Gruppen dazu führen, dass man da auch super lange optimiert und überlegt. Aber ich glaube, Das auch da stimmt. wird es sein, dass man irgendwann schnell merkt, okay, wir können da so und so so planen. Durch die ganzen Ereignisse, die passieren, auch wenn man, ne, Infektionskarten und so aufdeckt, klappt das eh nicht so, dass man einfach macht, so wie es gerade passt. Wir haben Ja, das wir sind auch. auch zu zweit. Ich meine, wenn du zu viert bist, musst du natürlich auch mehr diskutieren, Ja, weil du mehr klar. Leute in die Entscheidung Aber wir haben nehmen man kann musst. dieses Element, das man da manipulieren kann, hat so eine Obergrenze und da sind wir noch meilenweit entfernt von. Also Ja. wir hätten das wahrscheinlich noch viel mehr nutzen können. Wir werden sehen, ob es ja, schlecht ist, dass wir es nicht oft genutzt haben oder vielleicht sogar gut am Ende, weil wir jetzt einfach noch, ich glaube, wir haben den richtigen Mittelweg, dass es auch wirklich gut in Ich unsere bin immer wieder Planung. erstaunt, wie viel wir reden können, Ja. ohne zu spoilern und trotzdem über dieses Element. Ich weiß genau, was du meinst, Ja, aber wir genau. haben nicht gespoilert, also Ja. deswegen, Also dass man doch so viel reden kann. ist schon wirklich cool. Also Ich habe noch was zu sagen und zwar, es ist wie bei 1, auch bei Season 2 jetzt für mich so, dass die Mechanik mich nicht so sehr reizt überhaupt nicht. wie der Legacy-Mechanismus. Also ich spiele das, weil ich wissen will, wie es geht weiter, was gibt es mir also auf den Karten. Wie entwickelt sich das Ganze? Das ist eigentlich das, was mich an der Ja. Stange hält, wo ich einfach sage, oh, ich möchte aber einfach wissen, was in Paket Nummer 7 ist oder was dann passiert und Wir wie es machen sich eigentlich, entwickelt. wir machen eigentlich schon lange oftmals immer sehr ähnliche Sachen, sehr Ja, gleiche Sachen. aber es langweilt Das mich nicht. langweilt Also nicht. es Aber am langweilt mich Anfang war es so nicht. boring, wenn es nur das gewesen wäre, wäre es doof. Es kommt halt immer mehr dazu. Es wird halt immer komplexer, wobei ich nicht das Gefühl habe, dass die Komplexitätsstufe erreicht, die der erste Teil hatte. So von den ganzen tausend Sachen, die man beachten muss. Wobei es kommt schon viel Stimmt, dazu. hast du Also recht. vielleicht liegt es doch daran, dass wir jetzt einfach schon so erfahren damit sind. Kann auch Aber sein, aber du, ist ich noch glaube es auch, überschaubar. Man das ist weiß noch immer, was überschaubar. man tun muss. Man weiß, was irgendwelche neuen Regeln machen. Also ich hoffe, dass wir nichts vergessen. Falls ja, schreibt uns gerne einen Kommentar unter die Livestreams, die wir ja noch nachträglich angucken könnt. Ja. Und wir haben jetzt relativ viel gewonnen und ich weiß nicht, wie mein Eindruck gewesen wäre, wenn wir jetzt 80% verloren Ja, und hätten. das alles hätten zweimal spielen müssen. Dann glaube ich, sähe es hier ein bisschen anders aus. Weil wenn ich jetzt überlege, ich hätte jedes Spiel jetzt noch ein zweites Mal spielen müssen, und zumindest 80% der Spiele, weiß ich nicht, ob ich dann so begeistert Wäre wäre. schon hart, weil wir auch immer am Ende für gewisse Dinge Strafen bekommen kann. Wenn Ja. wir die einfach doppelt so oft bekommen hätten, würde Ja. unser Spielplan jetzt anders aussehen und es wäre wahrscheinlich sozusagen würde. Ja. Weil wenn ich jetzt, wir haben jetzt halt noch 3 Monate, wo ich denke, hey, es sind 3 Partien, vielleicht 4, wenn wir doch nochmal eine verlieren. Ja. Wenn ich jetzt denken würde, okay, es sind noch 6 Partien, dann wäre so, Ja. boah, Ja. schon Also so doof. ist, bin ich aber trotzdem voll heiß drauf, Ja. hab Und wirklich das Spiel Spaß ist eben auch so damit. cool, finde ich, durch diese Story, durch diese Legacy-Elemente, dass es nicht schlimm ist, wenn man alles gewinnt. Es gibt ja manche, auch Finde ich Koop-Spiele auch nicht gerade, schlimm. die ja langweilig werden, wenn man die immer gewinnt und dann sagt, okay, das haben wir jetzt gespielt, 2, 3 Mal gewonnen, brauchen wir nicht wieder spielen. Hier hat man ja diese Story, die einen voranbringt. Also selbst wenn ich meisten Partien gewinne und halt nicht einen bekannten Mod nochmal spielen muss, dann, ich würde es auch cool finden, wenn sie bei Season 3 sich irgendwelche Dinge ausdenken, die nur reinkommen, wenn man Mord nochmal neu spielen muss. Wo man Ja, auch nicht weiß, stimmt. ob das dann gut ist oder schlecht ist. Und man dann auch denkt, will ich das raus, will man absichtlich verlieren. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre, aber Ja, dass du man sich willst da absichtlich verlieren, das stimmt. irgendwas ausdenkt, aber Ja, also ja. es ist jetzt nicht, dass wir jetzt so super wären oder so. Ich glaube halt einfach, dass es zu zweit deutlich einfacher Ja, nicht, wie dass man gesagt, weil irgendwie man coole denkt, Charaktere hat ja, und also wir haben schon die Superheroes hier am Start. ja, Also also. das ist, glaube ich, halt, wenn man zu viert spielt, viel, viel schwieriger. Aber das war bei Seasons 1 ja auch schon so. Ja, und damit natürlich auch wieder der Aufruf. Ich habe auch bei Season 1 und vielen Leuten gehört, die meinen, nee, das spielen wir nicht, weil wir sind nur zwei. Und ich habe immer ein bisschen narrisch gesagt, spielt es zu zweit, das ist super toll, es ist vielleicht ein Ticken einfacher, aber am Ende haben wir, glaube ich, genauso viele Partien verloren wie in der Viererrunde. Also war es im Endeffekt nicht so viel einfacher. Also spielt das auch gerne, wenn ihr zu zweit seid, weil ich habe da den Vorteil, wir haben es jetzt in 4 Tagen, wenn wir es heute durchspielen, durchgespielt. Ihr spielt es dann zügig durch. Meine Viererrunde hat über ein Jahr gebraucht, bis man es durch hatte. Und also wenn ihr nur Was sich zwei. meiner Meinung nach nicht so gut eignet. Nee, also wie wir es jetzt machen, so dieses Binge-Playing. Ist vielleicht zu extrem, also das kann da draußen nicht jeder machen, Ja, klar, aber aber. vielleicht jede Woche einmal Oder eine am Runde, Wochenende einer, so zwei zwei, drei. Partien, das wäre, glaube ich, der ideale Weg. Ja, also schon cool, schon empfehlenswert. Wir werden das, ich denke, wir werden es heute fertig spielen, außer wir warten immer noch auf unsere Pakete. Ja. Wir rechnen auch schon die ganze Zeit mit dem Anruf aus der Spieleburg, wenn der Flugzeugmodus hier Wenn gleich der aus ist. Postmann seiner Und klingelt. dass wir die dann holen. Aber ich glaube, selbst dann werden wir es heute, spätestens morgen,
fertig spielen und dann auch wirklich so ein Gesamtfazit machen, dass wir, wie auch schon, glaube ich, gesagt, aufbauen werden, dass wir halt einmal so wie jetzt einfach nur darüber reden, so wie, also im Prinzip die meisten Dinge wiederholen, die wir jetzt schon gesagt haben, ja, auch spoilerfrei, dann so ein bisschen anteasern, dass wir jetzt ein paar Dinge sagen, die man so, ja, Mechaniken, Dinge, die man tun kann, ohne wirklich zu verraten, worum es konkret geht, und dann werden wir halt wirklich einfach komplett das Ding diskutieren und auch immer so Warnungen reinschalten. Da könnt ihr so lange gucken, wie ihr wollt. Oder wir machen zwei Videos draus, müssen wir nochmal gucken. Wahrscheinlich werden zwei Videos, denke ich mal. Und ja, aber wie gesagt, bisher, also jetzt absolut beide Daumen nach oben. Macht super viel Spaß. Es sind nur noch 3 Monate. So wie es momentan läuft, bin ich ein bisschen traurig, wenn es dann bald vorbei ist. Aber wenn sie es auch noch schaffen, das Ende gut hinzubekommen, dann freue ich mich sehr auf Season 3. Falls es denn eine gibt. Und ich hoffe, dass es eine gibt. Ich bin noch mal gespannt, wie sie das dann machen, dass es sich auch noch mal wieder anders anfühlt. Aber wie gesagt, ich glaube, die 2 Jahre Pause waren ganz gut. Ja, das ist ganz gut. Also jedes Jahr wäre zu viel. So ja, 2, auch 3 Jahre. Also ja, 2 Jahre ist, glaube ich, schon ganz 2 Jahre ist, glaube ich, ein guter Rhythmus. Ja. Ja. Außer bei Exe. Die dürfen für mich ja, Exe darf von mir, wie gesagt, jeden Monat eins ja, rauskommen. Das wäre absolut gut. Und ja, das war's. Gut, ne? Das waren unsere Gezockt-Spiele. Genau, also das war es dann von uns. Wie gesagt, guckt gerne auf Brettspielblog Live rein. Da könnt ihr einfach jederzeit dabei sein. Ich weiß, es ist bei diesen Spielen, wo man gespoilert wird, immer ein bisschen doof, aber wenn ihr es abonniert, dann kriegt ihr auch immer eine Nachricht, wenn wir online gehen, und wir spielen heute auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen, und wir, wie gesagt, gerade wenn der Postbote kommt und die Pakete bringt, dann werden wir die auch auspacken, dann könnt ihr sehen. Aufregung groß wobei sein, ja, das Video wird jetzt erst morgen online sein, das heißt, da seid ihr dann, also wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht und den Kanal abonniert, sind die spoilerfreien Spiele außer Exit-Spiele zum größten Teil vorbei. Ja, ich danke fürs Zugucken. Ich danke auch allen neuen Patreons, die im Laufe der Woche dazugekommen sind. Vielen Dank für eure Unterstützung. Guckt auch gerne mal in die Kanalbeschreibung. Da könnt ihr auch sehen, wie ihr das hier alles noch ein bisschen besser voranbringen könnt. Und ja, danke fürs Zugucken. Auch danke für das ganze positive Feedback. Also wir sind die letzten beiden gezockt, auch sehr viel einfach Lob, eigentlich nur Lob bekommen, wenig ja, Kritik. Man weiß es ja auch nicht im Vorfeld, weil es kann ja sein, dass wir überhaupt nicht harmonieren und richtig, irgendwie dran sitzen. Gar nicht ankommt. Und also ich versuche schon manchmal meine Redezeit hier zu erkämpfen. Das klappt dann ganz gut, glaube ich. Aber das ja, hat mich sehr gefreut, ja, einfach zu wissen, weil es, man weiß ja nicht im Vorfeld. Genau. Es kann ja auch sein, dass danach jeder sagt. Und für Stefan ist ja auch noch ein bisschen jungfräulich in Sachen vor der Kamera ganz sitzen. Genau. Boah, ich habe dich schon in der Würfelbox vor der Kamera ja, gesehen. Ja, das war auch da. Aber, und da war ich aber alleine, oder? Nee, da waren wir auch zu dritt. Auch, stimmt. Ja. Nee, man weiß es ja im Vorfeld einfach nicht. Und es hätte ja sein können, dass man irgendwie sagt, nee, jetzt was soll der? Der Ben soll es wieder alleine machen. Ja. Hätte ja sein können. Aber ja, da hatte ich auch schon, aber gefreut, das kam echt gut an. Das ist auch ja, das, was ich auch mal sage. 2 Leuten zuhören. Das ist einfach interessanter, als wenn einer so einen Monolog hält. Mhm. Natürlich, wenn Leute meine Meinung interessiert, ist es schon nett. Aber so ist es, glaube ich, einfach noch ein bisschen netter. Da Stefan leider 400 Kilometer weit weg wohnt, werden wir das nicht ständig machen können. Aber wir haben uns ja auch so in der ersten Jahreshälfte so einmal im Monat gesehen. Und ich glaube, das ja, werden wir hoffentlich irgendwie wieder fortsetzen können, dass es so einmal im Monat klappt mit dem Zocken. Und dann werden wir so ein Gezockt auch irgendwie einbauen, weil das schon, genau, schon cool ist. Mir macht es auch Spaß, dass ich halt auch nicht immer alles alleine reden muss, auch jemanden habe, der sich auch auskennt und eben dann auch was dazu beitragen danke kann. Und, und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Genau. Und wir sagen bis bald und tschüss. Tschüss.